Und dann muss ich die ganzen Kisten von Hand leer machen, bevor ich sie abreiße. So, du weg, du weg. Alles weg, raus. Ganz viele Kupferplatten. Hier, kriegst ganz viel Kupfer, bitteschön. Du kriegst ganz viel Eisen. Und ich habe echt den Verdacht, das wird hier nicht hinhauen. Das wird niemals nicht hinhauen, dass die genug Draht herstellen für den roten und für den grünen Komplex gleichzeitig. Aber das müssen wir später gucken. Du Kupfer, du Eisen, du weg. Die Anbindung machen wir später neu. Kupfer, Eisen, weg. Jetzt staut sich alles an Rohstoffen, was wir haben. Warum haben wir eine Kiste für... Die Kisten müssen da auch weg. Du kriegst wieder mehr Kupfer. Eisen. Kupfer. Gut. Also. Eisen und Kupfer kommt an über dasselbe Fließband. Ich hätte gerne, dass es weiter unten ankommt. Und ich hätte gerne, dass es auf zwei verschiedenen Fließbändern ankommt. Also haben wir jetzt hier einen Smart Inserter. Für Kupfer. Ja, ich mach's einfach. Es geht wesentlich einfacher und alles, aber wenn ich dabei bin, mache ich es einfach so weiter. Du machst das so, du machst das so. Hier wird alles von Hand aufgesammelt. Eventuell brauchen wir gleich noch zwei oder drei davon, aber das passt dann. So, Eisen. Eisen soll darauf geführt werden. Kann ich das direkt so machen? Nein. Dann haben wir das Problem, dass es hier so stockt und nicht von außen angebackt wird. Das heißt, es muss hier rangefahren werden. Das ist nicht so gut. Machen wir erst Kupfer. Also Kupfer fährt hier lang. Das wird jetzt schon Gewusel. Kupfer fährt... Ja, stopp. Früher einen Knick machen. Kupfer fährt hier lang, fährt hier lang, fährt hier hoch. Fährt unterirdisch. Komm mit. Unterirdisch da. Unterirdisch hier weiter. Das Licht ist doof. Das Licht ist ganz doof. Das Kupfer fährt geradeaus weiter. Hier lang. Fährt hier unterirdisch. Nein. Das gleiche Problem werden wir mit dem Eisen auch gleich haben. So. Warum hören die Zahnräder hier auf? Okay. Okay, ganz ruhig. Du gehst da rum, du kommst da raus. Du fährst jetzt hier außen rum, wo wir eigentlich meinten, dass wir den Platz eh nicht brauchen werden, ne? Irgendwas war da. So, und dann gehst du hier hin. Darum. Und befüllst diese eine Kiste da. Unter anderem. Was du denn später noch machst, ist mir egal. Jetzt fährst du erstmal nur hier hin und füllst diese Kiste. Gut, gucken wir mal. Da ist ein Knick drin. Komm, komm, kommt. So, Splitter muss rein, damit das Ganze beidseitig läuft. Das heißt, er muss hier hin. So. So. Damit es sich gleichmäßig staut, sollte ich besser sagen. Das heißt, es wird sich nämlich hier hinten stauen, sobald die Kiste voll ist. Was aber eigentlich nicht passieren dürfte. Gucken wir mal. Oh, hier ist noch ein Fehler. So, also Kupfer kommt, Kupfer wird hier verarbeitet zu Draht. Da ist ein Problem.
Es staut sich immer wieder an dem doofen Ding. Es klappt nicht. Klappt das jetzt? Nein. Warum nicht? Tut mir leid, das müssen wir anders lösen. Wir machen die hier. Und machen das dann runter. Und machen das dann rum. Das macht eigentlich genau das gleiche. Ich habe keine Ahnung, warum das da hängen geblieben ist. So. Aber auch wieder die falsche Stelle. Wenn ich jetzt schon immer sage, dass die falsche Stelle ist, sollte ich mir vielleicht überlegen, wo die richtige Stelle ist. Also. Kupfer kommt an. Draht wird produziert. Draht wird produziert. Und es wird dann weitergeleitet, eigentlich hier. Nach da. Es staut sich jetzt schon. Das ist vollkommen egal, was ich da mache. Warum staust du dich hier eigentlich beidseitig? Genau, soll sich eigentlich nur einseitig stauen. Also, es scheint doch egal zu sein, wo ich das mache. Das heißt, so, so. So, hier machen wir kurzfristig einen Splitter. Also, erstmal sollte ich gucken, wo das Ganze sich denn staut. Du, hoch. Schnelles Ärmchen. Du nimmst bitte. Da staut es sich. Soll also nach da. Das heißt, wir machen. Na, machen wir weiter unten. Nein. Nach unten bitte. Dann machen wir hier einen Splitter hin. Machen das da rum. Und jetzt müsste das. Genau, auf beiden Seiten kommen. Schön, schön. Du hilfst noch ein bisschen aus, weil wir brauchen oben ganz viel Draht. Du auch. So, schauen wir mal. Ja. Ihr beiden Jungs, macht das Ganze mal andersrum. Oder zumindest einer von euch. Weil es scheint sich hier zu stauen, weil wir keine Eisenplatten haben. Ich habe gehört, irgend so ein Verrückter hat da tonnenweise Eisen rausgeholt. Das könnten wir mal abholen. Und da reinwerfen. So. Trotzdem kann der Überschuss an Kupferdraht hier ruhig rausgeholt werden. Also wenn wir Kupferdraht brauchen, hier hinkommen. Grüne Chips werden produziert, grüne Chips werden abgeholt, rote Chips werden produziert. 500 Stück, das ist gut. Engines. Ja? Als ich vor einer Stunde angefangen habe mit dieser Aufnahme, wollten wir blaue Tränke produzieren und die Engines. Woran hapert es jetzt? Chips, ne? Nee, Stahl. Stahl ist außen. Stahl. Stahl, Zahnräder, Rohre, alles gut. Wir haben 60 Engines, das reicht erstmal. Produziere, während wir laufen, bitte. Oh, wir brauchen Batterien. Und ein bisschen Stahl mit. Oh. Keine Batterien. Warum keine Batterien? Keine Schwefelsäure. Warum keine Schwefelsäure? Eisen ist da. Wasser ist da. Oh, Öl ist alle. Das ist natürlich verständlich, dass denn keine Schwefelsäure produziert wird und keine Batterien hergestellt werden, wenn kein Öl da ist. Und ihr steht hier echt doof, ihr Mining Drills. Ihr seid auf dem Weg zu unserer Raffinerie unten. Ah, aber wir haben ganz viel Stahl dabei. Das heißt, ich kann, während ich laufe, mit bloßen Händen aus den Stahlstangen, Stahlträgern Fässer biegen. Sieht bestimmt auch sehr interessant aus. So. Und wo wir gerade hier unten sind, ich ziehe jetzt mal die Fässer nach oben. Aber auch das, ähnlich wie beim Kupfer, ist nur temporär. Später ist hier einfach die Auffanganlage, also ist eine Bahnstation, die nimmt das Öl entgegen und schickt es dann oben zu den Raffinerien. Und ich brauche eine neue Spitzhacke.
ich habe keine Fließbänder mehr, wodurch das Ganze jetzt verzögert wird. Das heißt, wir laufen nach oben, wir liefern das Öl ab, wir holen Fließbänder und dann machen wir unten weiter. Kupfer sieht gut aus, Energie sieht gut aus. Öl. Und mehr Fässer. Ich brauche viel mehr Fässer. Da. Ganz viele Fässer. Fließbänder wollten wir holen. Hier. 130 werden nicht reichen, von ganz unten bis ganz oben. Da brauche ich mehr. Mehr, mehr, mehr. Das sieht auch ein bisschen mau aus. Du brauchst Zahnräder, richtig? Jo. Machen wir mal voll mit Zahnrädern. Voll. Und da. Und ja, ich konnte keine Fässer herstellen in der Zeit. Also, wir haben Transport Bales, wir haben neue Fässer. Wir laufen jetzt nach unten, machen das. Ich habe aber irgendwie den Verdacht, ich habe das mit den Anbindung hier noch nicht so gut gemacht. Ja, das ganze Eisen wird gerade einfach nur da abgeladen. Das staut sich. Staunen ist nicht gut. Staunen heißt nämlich, dass ich in der Zeit verliere. Also Arbeitszeit, und das mag ich nicht. Also hauen wir hier ein paar Kisten hin. Ein paar Ärmchen hin. Die keinen Strom haben. Die jetzt Strom haben. Und dann wird das ganze produzierte Eisen wenigstens eingelagert. Zu langsam. Viel zu langsam. Oder? Wozu bist du hier? Du hast keine Berechtigung. Kommt mal mit, Jungs. Wir fangen hier schon an. Ämpchen? Ämpchen. Achso, ich habe nur die drei gehabt. Das müssen jetzt aber wieder Smart Inserter sein. Bau Smart Inserter, hör auf, Fässer zu bauen. So, ich hätte gerne, du nimmst bitte Eisenplatten, du nimmst Eisenplatten, du nimmst Eisenplatten. 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 So, alles voll füllen. Kommt ihr jetzt hinterher? Die arbeiten schon mal wieder. Arbeitest du auch? Du arbeitest auch. Du arbeitest immer noch nicht. Ihr seid zu schnell. Also verteilen wir hier noch ein paar Kisten. Und hier können wir ruhig wieder die blauen benutzen, weil ne, nur Eisen kommt. So. Wir haben vorher schon ein Stauproblem. Das ist krass. Also da muss ich mir langfristig was Besseres überlegen. Andersrum. So, du lagerst einfach zwischendurch was ein. Du lagerst zwischendurch was ein. Ich hoffe mal, es kommt einfach noch genug oben an. Das sieht nämlich gerade nicht so danach aus. Aber sei es drum. Das ist ja eh alles nur temporär, damit ich, während ich jetzt rumwusel mit den Ölkannen und was da noch alles ist, damit das Eisen weiter eingelagert wird. Also, Öl. Öl kommt von da unten. Zwischendurch mal schön Bäume fällen. Ich stehe nämlich gleich im Weg. So, Fließbänder. Hoch, 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 hoch. Falsch. Baum weg. So, das muss jetzt hoch bis zu der Endladestation. Oh, hier ist ja auch überall Öl. Sehr schön. Das muss hoch bis zur Endladestation von der Raffinerie. Die da wäre da. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Also wir hatten es ja extra so gemacht, dass die Schmelzöfen ganz unten sind von unserer Basis. Damit, wenn die Züge mit Erzen ankommen später, dass sie hier gleich eingeschmolzen werden, dann nach oben gebracht werden. Genauso sollte ich es eigentlich auch machen mit dem Öl. Das heißt, ich werde den großen Tank... Oh. Wo ist das Problem? Warum haben wir Stromprobleme? Jungs? Nicht genug Wasser? Was? 0,7? 10? Habe ich irgendwas abgerissen?
Panik. 0,5 Wasser kommt nur an. Wasser 9,1, 8,2. Die Pumpen sind einfach nicht mehr so effektiv wie vorher. Nicht gut. Offshore Pump. Hau hin. Mehr Wasser. 9,9. 9,1. 7,9. Das müsste sich hier jetzt langsam steigern. 1,6. Starren wir eine Weile auf Zahlen, weil das so spannend ist. 1,6 Wasser. Bleibt 1,6 Wasser. Warum wird das hier so rapide weniger? Hier ist 9,1. 8,1. Das ist so, als wenn das Wasser verbrennen würde, aber das tut's doch nicht, oder? Es wird zu Dampf gemacht, dass hier in den Rohren dann hier oben ankommt. Kein Wasser. Kein Strom. Solarzellen.